Im heutigen Video werden eure Teams über mein FC24 Team bestimmen. Denn ich habe euch gesagt, ihr sollt mir eure Teams schicken und die werde ich mir gleich genau, ganz genau angucken. Denn aus jedem Team werde ich mir einen Spieler abzocken. Also einfach genehmigen für mein Team. Ich entscheide aber nicht selbst, wen ich bekomme, sondern das Glücksrad wird entscheiden. Oh, es wäre so schön, könnte ich selbst entscheiden, ne? Und ich würde sagen, wir labern nicht viel rum und gucken mal, wer so seine Teams geschickt hat. Ich habe mir lange nicht mehr eure Teams angeguckt. Wir fangen an mit King Gully CC und der Typ hat wieder irgendein random Bild geschickt. Ich sehe das doch jetzt schon wieder. Die Qualität, Bro. Ihr wollt, dass ich eine Lupe benutzen muss, ne? Ihr wollt, dass meine Augen wehtun, ne? Wen hat der so am Start? Die Spieler stehen auf dem Glücksrad. Wir drehen am Glücksrad und wer kommt in unser Team? Es ist Florian Wirtz. Ein cooler Typ. Und genauso funktioniert dieses Format. Wir gehen jetzt auf den Transfermarkt und holen uns einfach mal eine Version von Florian Wirtz, die uns gefällt. Hier, zack, zack, zack. Ich glaube, der hat so eine Centurions-Karte bekommen. Nee, hat er nicht. Was hat er nochmal für eine Karte? Ich glaube, es war eine Ultimate Dynasty-Karte, keine... Ja, es war eine Ultimate Dynasty-Karte. 91.000 Münzen muss ich für ihn zahlen. Dann nehme ich aber auch direkt einen mit Shadow mit. Bob! Und Florian Wirtz ist heute unser... Richtig, Kapitän. Er nimmt die Kapitänsbinde, zieht sie an und sagt den Jungs, ich bin zwar jung, aber ihr hört heute auf mich, okay? Jo, guckt euch das nächste Team an von Beta 2008. Er hat Messi, Totti, er hat R9 in Rot, er hat Ronaldinho Future Star. Er hat Puteas, Bonmati, Bellingham, Onal Battle, Van Dijk, Ferdinand Frimpong und Cech. Hä? 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 Er hat das beste Team, was man haben kann. Das ist doch ein... Das ist das real? Ich glaube, das ist real. Auf der Bank sind es POTM, Mbappé, Pelé, Eusebio, Sawa und noch ein Totti. Hä? Okay, das ist crazy, was hier draufsteht. Ich drehe am Glücksrad. Wen bekommen wir? Es ist eigentlich egal, wen wir bekommen. Alles ist geil. Und wir bekommen Ronaldinho El Gaucho. Hey! Es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, Freunde. Denn wer chillt hier hinter mir? Da chillt Ronaldinho El Gaucho. Wirtz, du gehst ganz schnell nach rechts. Denn auf der 10er-Position steht heute R10. Der richtige 10er. Also, du bist auch ein richtiger 10er. Aber Ronaldinho ist nochmal ein anderer 10er als du. Okay, checkst du? Bro, zweiter Spieler war mächtig. Wie geht es weiter? Toffee Por schickt mir sein Team. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass das Team eben eine 10 von 10 war. Was ist das für ein Team? Wir haben Haaland am Start, Seedorf am Start, Blanc, Cannavaro, Cafu, Theo Hernandez. Ist okay. Ist eine solide 7 von 10, würde ich sagen. Nee, eine 6 von 10. Da fehlen so diese Top-Spieler. Aber auch aus diesem Team zocken wir uns einen ab. Mal schauen, wen wir aus diesem Team bekommen. Ich bin sehr gespannt. Hoffentlich jemand Cooles. Und Cafu ist auf jeden Fall jemand Cooles. Ich glaube, der kostet eine halbe Million, über eine halbe Million. Schmeckt. Das schmeckt doch gerne. Der nächste Brasilianer, Brasil, wird es hier heute scheinbar. Cafu ist defensiv unnormal stark. Ne? Also da kommt man fast nie durch. Offensiv ist er jetzt nicht so krass, aber dafür halt... Wie gesagt, defensiv. Oh, es macht wieder Spaß, eure Teams anzugucken. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Schauen wir mal, wer der Erste war, der mir sein Team zugeschickt hat. Agent T007. Mhm. Er war der Schnellste. Und er hat auch Ronaldinho Future Stars. Wieso haben so viele Ronaldinho Future Stars? Der kostet doch 15 Millionen oder so. Bro, das ist mies brutal, ne? Die Auswahl wird kleiner, denn wir haben schon ein paar ZMs. Und so bekommen. Rechtsverteidiger fällt auch raus. Van Dirk. Eder Schwester ist am Start. Bro, so knapp an Van Dirk vorbei. Ich hätte lieber Van Dirk gehabt, bin ich ehrlich. Den hätte ich auch super upgraden können. Egal, dafür haben wir jetzt schon mal einen Keeper. Manchmal passiert es ja auch, dass man keinen Keeper bekommt. So haben wir sicher hinten einen drin. Und das ist der nächste Brasilianer. 4 Spieler, 3 Brasilianer. Flo Wirtz könnte aber auch von seiner Technik Brasilianer sein, ne? Also sagen wir 4 Spieler, 4 Brasilianer. Nee, sagen wir nicht 3 Spieler, 3 Brasilianer, einer ist Deutscher. Hä? Ja, Kai, ja, scheiß drauf. Nächstes Team. Hab 1,3 Mio Budget. Einer dachte, wir machen hier Teambewertung und sagen jetzt, was er verbessern soll. Nee, Bro. Okay, ich kann dir trotzdem sagen, was du verbessern sollst für 1,3 Millionen. Nichts. Company vielleicht. Bro, einen anderen Stürmer. Ich weiß zwar nicht, ob Harry Kane geil ist. Also ist nicht so mein Spielertyp. Vielleicht kommst du mit dem klar. Aber ich würde einen Stürmer holen für 1,3 Millionen. Safe. Van Dijk Gold reicht alle Male. Company ist auch okay. Schmeichel super. Ja, ich würde einen Stürmer holen für 1,3 Millionen. Ich guck mal nach wen. Also, ich würde Eric Cantona, Puskas, Tevez, Henri, Ginola, nicht, sondern Rashford,
Einen von denen würde ich, glaube ich, holen. Ich glaube, die sind alle besser als Kane. Und das Glücksrad entscheidet wieder, wer der nächste Spieler ist. Der nächste Spieler, den ich mir abzocke, ist Joshua Kimmich. Boah, ich hoffe echt, dass Bayern gegen Lazio im Rückspiel nochmal gewinnt, ne? Ich weiß gar nicht, wann dieses Video online kommt. Das ist nämlich vorproduziert. Vielleicht haben die dann schon gespielt. Denn wenn das Video kommt, bin ich wahrscheinlich gerade im Urlaub. Da chill ich gerade so am Strand, genieße das Leben. Boah, seid ihr am Gönnen oder seid ihr am Auge legen? Ich hoffe, ihr gönnt mir ein bisschen Urlaub. Der nächste ZM, Freunde, das heißt, wir haben alle ZMs in unserem Team. Und das heißt, ab jetzt fallen die ZMs komplett raus. Denn wir brauchen keine ZMs mehr, sondern nur noch Angreifer und defensive Spieler. Eieieiei, er hat Kylian Mbappé, er hat Noah Okafor, Grüße raus an Noah, Sauer, Zidane und so weiter und so fort. Boah, gutes Team, Bro, und auch gute Dingens, wie heißt das, Evolutions. Wer wird es? Ich habe doch gerade gesagt, ich mache jetzt die Mittelfeldspieler raus. Was passiert? Ich mache die Mittelfeldspieler wieder mit rein. Zidane war mit drin, Xavi mit... Ach, Digga, ich bin auch manchmal so lost. Egal, wir gehen einfach in eine andere Formation. Xavi ist super. Wollen wir nicht drüber streiten, oder? Ah, ich habe eine Idee. Wir können das Ganze doch so machen. Ronaldinho Linksflügel wird wieder auf ZOM, da wo er auch am Anfang stand. Und dann... Xavi auf ZM. Schlau im Leben, Freunde. Man muss nur schlau sein und dann sieht das Team wieder so aus. Boah, I like that. Junge. Ihr habt ehrlich krasse Teams. Also ich meine es wirklich ernst, ihr habt krasse Teams. Salah, Eusebio, Messi. Jeder hat doch gefühlt diesen Messi, ne? Ihr seid so eine 19 Uhr Content-Spitzer. Ihr habt den locker alle aus diesem Pick bekommen, der verbuggt war. Ja, okay. Wir gucken uns das Ganze an und hoffen auf wen? Ich hoffe auf Van Dijk. Ich hoffe auf Van Dijk oder auf Eusebio oder Salah, bin ich ehrlich. Und wir drehen, Wen bekommen wir? Wir drehen und bekommen Lionel Messi. Oh, ich habe da was im Verein, was so ähnlich aussieht wie Lionel Messi. Vielleicht sogar so aussieht wie Lionel Messi. Da schauen wir doch mal ganz schnell unseren Verein. Was haben wir denn da? Radioactive gelben Lionel Messi. Ronaldinho, Messi, Kimmich, Wirtz, Xavi, Cafu und Ederson sind bis jetzt am Start. Ey, was wird das für ein Endgegner-Team? Und das Ganze dank euch, Freunde. Das ist der nächste Elite Gaming. Zeig her, was hast du? Was hast du für ein Team? Neun von zehn. Was soll ich sagen? Das ist eine 9 von 10. Er hat Ferdinand, er hat Roberto Carlos, er hat Lahm, er hat Rodri, er hat De Bruyne, er hat Eusebio, er hat Ronaldinho. Ist eine 9 von 10. Ich bin ehrlich, mir ist es eigentlich komplett egal, wen wir hier bekommen. Die sind alle krass. Und es wird Marquinhos. Nehme ich mit. Bin ich mit zufrieden. Wir brauchen noch einen Innenverteidiger. Wir haben nur ein klitzekleines Problem. Dadurch, dass ich so viele Coins in letzter Zeit discarden musste. Ich sag nur Lothar Matthäus, Totti-Icon, 5 Millionen wert und so weiter und so fort. Habe ich nicht mehr genug Coins, um mir jeden Spieler in der besten Version zu kaufen. Ich weiß nicht mal, ob ich mir den leisten kann. Ich glaube schon. Ich glaube gerade noch so. Gut, dass heute Abend noch ein neues Event rauskommt und ich dann sozusagen noch mal ein paar Packs ziehen kann und hoffen kann, dass ich was Gutes ziehe, dass ich wieder ein paar Coins habe. Das Video habt ihr übrigens schon gesehen. Vielleicht habe ich da was gezogen, vielleicht habe ich da nichts gezogen. Also checkt das Video von Samstag ab. Das war nämlich wieder ein paar FIFA-Points, die mein Team entschieden haben. Ihr seid sozusagen in der Zukunft und ich bin in der Vergangenheit gerade krank. Drei Spieler fehlen uns noch, komm. Also das ist crazy, das ist wirklich crazy. Das ist, okay, das ist nicht so crazy. Crespo, Shevchenko, Butragueno, Chaka, nicht schlecht. Ja, 7 von 10. So, die vier Spieler könnten bei mir, glaube ich, noch auf allen freien Positionen spielen. Und wen bekommen wir? Wir bekommen eine Spielerin, die bei mir noch spielen kann. Lawrence. Was soll ich dazu sagen? Wir nehmen die Fire-Version, ne? Ich glaube, das war eben die Fire-Version von ihr. Die kostet sogar noch einiges. Über 70k. Jupp, 72k sogar. Nicht mal mit Shadow drauf. Das ist ja verquatscht. Innenverteidiger und Rechtsflügel. Ha. Der Bruder hat Rijkaard. Ich glaube, das ist Paco und Julie. Julie. Ja, Mölle. Julie. Baguette. Oh. Warum? Ja, immerhin. Ey, das heißt aber jetzt, dass ich diese SBC abschließen muss, ne? Weil ich will schon den 90er haben. Was kostet die SBC? Hier ist der Mann. Wir müssen zwei SBCs abschließen. Ein 84er und ein 86er Team. Okay, komm. So, da geht das Pack auf. Und in dem Pack befindet sich was? Ey, wer kann es glauben? Wer mag es wissen?
Jawollo. Julie. Zack. Und jetzt einer geht noch rein. Der letzte. Wer schafft es ins Team? Kein Cent investiert, Bro, noch nie Points in FIFA geholt. Und das ist das Team, wenn man keinen Cent investiert hat. Er hat Van Dirk und Cannavaro. Super. Ja, ansonsten Gold De Bruyne ist halt sehr schwach, würde ich gar nicht zocken. Da gibt es viel krassere Karten, aber er hat halt kein Geld investiert. Ja, das Team ist halt nicht pay to win, ne? Da kann man nicht viel zu sagen. Cannavaro oder Virgil van Dirk. Es wird Virgil. Ist gut. Ich mag auch Virgil mehr als Cannavaro, um ehrlich zu sein. Und damit ist das Team fertig, Freunde. Wir haben uns unser Team zusammengestellt und ich habe mir 11 Spieler von euch da draußen geklaut. Einfach abgezogen. Wir haben 32 Chemie und mit dem Holländer haben wir sogar 33 Chemie. Hier, Van Bommel. Marc Van Bommel. Zack, 33 Chemie. Danke für eure Teams, Freunde. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Wir gehen rein in die Weekend League. Wir haben den Gegner gefunden. Alisson Gold. Das habe ich ja lange nicht mehr gesehen, eine Goldkarte im gegnerischen Team. Ihr habt es gerade gesehen, jeder hat mittlerweile ein richtig krasses Team, auch also von euch da draußen. Und deswegen ist man eigentlich gewohnt, immer gegen die geisteskrassesten Teams aller Zeiten zu spielen. Schade, man dachte direkt mit R1-Dribbling durch, aber klappt nicht immer. Ja, aber so ist Ronaldinho direkt durch. So ist Ronaldinho direkt durch. Guck mal, was er macht, zack. Zack, und lupft den perfekt da drüber, weil er ein Gefühl im Fuß hat wie kein weiterer. Und da kommt der Tanz. Da kommt der Tanz. Oh, oh. Oh, warum bin ich so offen? Van Dijk, du regelst das. Van Dijk, du regelst das. Und jetzt kontern wir. Von der Linie G. Boah, das war knapp, ey. Nice. Ronaldinho Part 2. Hoppala. Hoppala. Digga, wie gut ist diese Ronaldinho-Karte? Habt ihr diese Drehungen gesehen? Die gehen mit keinem anderen Spieler. Die gehen einfach nicht mit einem anderen Spieler. Der hat sich gedreht wie eine Eins. Okay, nächster Angriff. Zack. Ronaldinho macht wieder den Weg. Sehe ich. Finesse. Ronaldinho, ey. Hattrick in 20 Minuten. Gegner hat auch keine Lust mehr. Gegner sagt auch, das reicht mir. Gegner sagt auch, das hier will er nicht nochmal sehen. 20 Minuten Hattrick. Ronaldinho ist der Beste. Das war's. K.O. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.